Heute gibt's wieder Lonicera, Bonse wunderbar. Hallo und herzlich willkommen. Heute schneiden wir eine Lonicera und die werden wir etwas kleiner machen. Allerdings nicht ganz so klein wie diesen hier. Versprochen. Null. Auf jeden Fall werde ich das Ganze reduzieren, denn wir kommen unten auf den Stamm an, die Wurzeln, den Stein. Denn die Pflanze steht auf einem Stein, die haben auf einen Stein gepflanzt. Und der Astaufbau oben ist mir einfach zu mächtig, also zu groß. Und da wird es jetzt eine einschneidende Veränderung geben. Aber dazu zeige ich euch das erstmal in Nahaufnahme, damit ihr seht, wie der Stamm denn wirklich jetzt aussieht. Weil ich denke mal, so kann man es noch nicht so richtig erkennen. Jetzt sehen wir den Baum etwas näher. Hier vorne sind zwei Äste, die kommen direkt unten aus dem Wurzelbereich, beziehungsweise Stamm. Und die kommen erstmal ganz weg. Und jetzt sieht man auch sehr schön, dass wir hier zwei Geschwister haben, die zusammengewachsen sind, also vereint. Ich drehe es mal kurz auf der anderen Seite. Da sieht man das auch. Also hier sind die beiden miteinander vereint. Und das kann auch durchaus so bleiben, das ist nicht schlimm. Was mich stört, ist dieser Ast hier. Der ist mir ehrlich gesagt zu mächtig. Und vor allen Dingen passt das Ganze irgendwie nicht zum Gesamthabitus. Was ich mir jetzt vorstelle, ist, dass ich den hier nicht abtrenne, aber hier die Rinde entferne und hier einen Teil Totholz später vormache. Und den Teil hier oben, den nehme ich dann für den weiteren Aufbau. Auf die andere Seite drehen. Und voraussichtlich werde ich diesen hier auch etwas einkürzen, hier oben etwa. Aber das machen wir jetzt einfach mal by doing. Ich habe jetzt zunächst das Band entfernt, da wir das nicht mehr benötigen, da der Baum mittlerweile fest eingewurzelt ist. Und jetzt werden wir bei der kleinen Seite erstmal anfangen. Dort sind hier in dem Bereich sind das 1, 2, 3 Austriebe. Das ist alles ein bisschen viel, zumindest jetzt noch, vielleicht nicht mehr. Komm weg, da hoch. So, das kürzen wir noch ein bisschen ein. Wie gesagt, der Baum ist noch in der Entwicklung, der ist noch nicht fertig. Von daher machen wir das Ganze Schritt für Schritt. Jedes Mal wieder ein bisschen was. Nicht alles auf einmal. So, den lassen wir jetzt dran hier. Und wir werden den auch einkürzen, damit er sich etwas verzweigt später. So, und der Teil hier ist mir jetzt zu gerade und ehrlich gesagt auch vom Habitus her viel zu lang zum Stammaufbau her. Das ist also viel zu lang hier alles. Ich schneide den natürlich nicht einfach gerade ab, da wo wir abhaben möchten, sondern trennen uns erstmal von dem oberen Stück und werden bei dem Rest einfach erstmal nur die Rinde entfernen, sodass sich dort nichts Neues entwickeln kann. Hier schon mal eine Grundvoraussetzung für den späteren Aufbau. Wie gesagt, das Ganze war doch etwas zu lang. So, jetzt passen die Proportionen. Also der Ast zum Stamm, das ist jetzt schon mal ganz gut. Jetzt sieht man natürlich die Seite, die ist natürlich wirklich mächtig dick. Aber dazu müssen wir erstmal uns von ein paar Ästen trennen. Und zwar dieser hier, denn der ist dafür natürlich komplett falsch am Ort und steht mir auch gleich im Weg beim Arbeiten. Jetzt schneiden wir den erstmal ab. So, der Teil bleibt hier erstmal. Wobei wir den Teil auch schon verringern können. Das kriege ich natürlich nicht alles so auf dem Schirm, dass ihr das sehen könnt, glaube ich. Hier kommt jetzt ein ganz dicker raus und schneiden wir erstmal nur ab. Den Rest lasse ich noch dran. Kann sein, dass ich ihn später nochmal ganz entferne. Aber da die Auswahl noch nicht so wichtig ist, im Moment kürze ich die erstmal nur alle ein. Da
damit wir da auf jeden Fall noch Äste für den späteren Aufbau haben, beziehungsweise sie nachwachsen können, denn die Lonicera wächst ja wie nur was, wie wir alle wissen. So, jetzt habe ich erstmal ein bisschen Licht in die Sache gebracht. Und wie gesagt, der Teil hier, der Teil, sieht man das ja noch, der bleibt erhalten hier. So, und der hier, der soll komplett weg. Und wenn ich komplett sage, meine ich auch komplett. Allerdings nicht so, dass ich den jetzt also ganz abschneide, denn auch hier werden wir später Totholz machen. Also, zack und ab. Jo. So ist der Römisch. So. Den Teil lassen wir jetzt dran, den dicken. Allerdings werden wir auch hier die Rinde entfernen. Dieser Saftzug geht von hier nach oben in den einen Stamm rein, den wir erhalten möchten erstmal. Und den Teil hier, den werden wir jetzt vom Saftstrom trennen und die Rinde komplett entfernen. Ich schneide den jetzt nicht ganz ab, weil wie gesagt, da können wir später nochmal was mit Totholz machen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig für mich zu arbeiten hier, weil ich alles über Kopf sehe. Aber das kriegen wir schon hin. Von da, da. Und mit so einem Messer arbeiten immer ein bisschen vorsichtig sein, Leute. Nicht zu doll drücken, ziehen, sonst hat man sich den Finger geschnitten. So, jetzt können wir den Saftstrom hier auch komplett entfernen. Wie gesagt, hier muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Keine Hektik beim Arbeiten. Aber hier ist rundherum. Nee, hier oben noch nichts. So. Ich habe also sehr lange überlegt, wie ich diesen Kandidaten nur weiter gestalte. Ich bin 2 Stunden rumgerannt und habe mir überlegt, hin und her, kreuz und quer. Und dann kam mir doch wieder der erste Gedanke und dann habe ich gesagt, egal, dann machen wir das jetzt so, wie es anfangs gedacht war. Und dann kriegen wir das schon hin. Schwierig über Kopf zu arbeiten. So, komme ich da jetzt dran, dann muss ich den einmal zu mir jetzt drehen, Leute. Sorry. Jetzt komme ich da nicht dran. Du musst also wirklich darauf achten, dass du komplett den ganzen Kallus entfernen, die ganze Wachstumsschicht unter der Rinde. Denn die Lonicera wächst, wie gesagt, ständig überall nach. So, das wird nicht so viel erreichen. Hier unten noch ein kleines bisschen. Ready. Den Anfang wohlgemerkt. Das war noch lange nicht alles in der Endphase des Baumes. Der soll sich ja langsam entwickeln. Aber toll, jetzt habe ich alles dreckig gemacht, lol. Da dam 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 dam. Ein bisschen Dreck hier rausnehmen. So. Tja, wie gesagt, das Stück hier, das müssen wir später noch bearbeiten. Sieht jetzt ein bisschen lustig aus, ich weiß, lol. Egal. So, wir haben 2 Geschwister, die vereinzeln für ewig. Und dann wird jetzt auch
der Stamm, also der Stamm hier zum Ast, zur Astpartie passen. Der wird wahrscheinlich hier später auch noch etwas eingekürzt werden, aber das lasse ich jetzt erstmal so. Ich denke mal, das ist für heute erstmal genug so. Den Rest lassen wir erstmal wieder rauswachsen. In diesem Jahr wird dann natürlich nicht mehr viel passieren, aber im Frühjahr geht das dann wieder los und dann müssen wir den Kandidaten gut unter den Augen haben, damit er uns nicht wieder auseinander wächst. Das sieht mir doch jetzt ein bisschen zu komisch aus hier. Hier haben wir übrigens noch einen, der ist zu viel, weil hier der eigentliche ist. So, dann werden wir den jetzt noch ein bisschen kleiner machen, weil das sieht echt ein bisschen merkwürdig aus, ehrlich gesagt. Also, das ist ja nicht gerade der Hit. Ja, ich denke mal, den Rest lassen wir dran. Das können wir dann wirklich später ordentlich bearbeiten. So, dann schneiden wir den Kleinen eben auch noch zurecht. Die Krone ist mittlerweile schon wieder viel zu groß geworden. Aber der Baum ist ja auch noch in der Entwicklung. Den haben wir ja noch gar nicht so lange. Ich muss natürlich auch beachten, dass die Krone oben immer etwas kleiner bleibt als unten. Also im nächsten Jahr gucken wir, dass wir den etwas länger bekommen und oben das nach Möglichkeit klein halten. Den müssen wir natürlich nach und nach auch mal wieder auslichten oben, weil die sich hier so dolle verzweigen, dass dann hinterher ein Heiland durcheinander hier herrscht. Aber das, denke ich mal, ist nicht so das Problem. Ja, das war's jetzt mit der Lonizera. Was heißt was? Also die wird natürlich noch weiter gestaltet im Laufe der nächsten Jahre, wobei das Hauptmerkmal wirklich auf Steinwurzelstamm liegt und die Astgestaltung, das kommt halt jetzt nach und nach. Wobei man, wenn man hier mal genau guckt, das ist auch noch viel zu lang, aber das werde ich heute noch so lassen. Das werden wir dann beim nächsten Mal bearbeiten und mal gucken, wie sich die ganze dann weiterentwickelt. Ja, wie man sieht, man kann also ganz kleine machen, man kann sich aus dicken Lonizera, also kräftigen, auch vernünftige, auf Stein gewachsene oder ähnliches gestalten. Also das geht auch mit ganz alten Pflanzen bei der Lonizera. Das ist also durchaus möglich. Cut. Oh, so it is, so it is. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, man kann ganz kleine machen, mittelgroße und man kann sie auch Formgehölze aus der Lonizera machen. Das geht also wunderbar und die sehen einfach nur genial aus. Man braucht natürlich ein bisschen Geduld und Ausdauer dafür, aber ich denke mal, das sollte man sowieso mitbringen, wenn man Bonsai hat. Obwohl man sagt ja immer, ja, wer mit Bonsai macht, hat Geduld. Nee, nicht unbedingt, ist nicht so. So, düngen tun wir natürlich nicht mehr. Also die Düngungsphase ist jetzt nur wirklich vorbei. Wir haben jetzt Ende September und die Pflanzen kriegen jetzt keine Düngung mehr. Denn die werden auch jetzt, wenn es bald kalt wird, dann eingeräumt und bleiben natürlich nicht draußen stehen. Ganz klarer Fall. Dann habe ich hier noch eins und zwar, das wollte ich euch mal kurz zeigen. Jetzt kriegen wir das richtig auf den Schirm. Oh yes. Das sind Rosenstecklinge. Und die sind jetzt circa 4 Wochen alt. Davon habe ich nur einige, auch ganz kleine gemacht. Das ist voll witzig. Aber ich wollte nur wissen, ist das nur abhängig von der Größe des Stecklings oder nicht? Kriegen wir es auf dem Schirm? Haben wir das? Ja, ne? Ich sehe das jetzt ein bisschen schlecht ohne Brille, aber hier sieht man auch, wie gesagt, da entwickeln sich auch Wurzeln. Und ist jetzt natürlich ein bisschen spät für die Jahreszeit. Und ob ich die über den Winter bringe, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Es war einfach nur ein Test, um mal zu gucken, ob man auch Ende des Jahres die noch bewurzeln kann. Und komischerweise, umso später es im Jahr wird, umso einfacher bewurzeln die ganzen Sachen. Das Problem ist dann halt nur, der Winter steht vor der Tür und dann muss man sich überlegen, was man mit denen macht. Man kann sie jetzt vielleicht kalt stellen irgendwo, dass sie keinen Frost kriegen und im Wasser erstmal lassen bis zum Frühjahr. Oder man topft sie jetzt ein und überwintert die dann halt kühl, aber frostfrei. Ist also auch durchaus möglich. Prost, sorry. Ja, das wollte ich nur nebenbei gezeigt haben. Ja, und wie es mit der Geschichte weitergeht hier, das werdet ihr auf jeden Fall sehen, denn ich dokumentiere alle Pflanzen, die ich habe, solange ich sie behalte zumindest. Ja, ich denke mal, das wird weiterhin eine interessante Geschichte mit diesen Lonizera. Und davon habe ich eine Playlist, da könnt ihr auch reingucken. Da sind diese Pflanzen also auch von Anfang an im Prinzip beschrieben, wie die Erstgestaltung und dergleichen. Das ist also alles dabei und ja, ist eine ganz interessante Sache. So,
Das war es auch für heute. Das reicht erstmal. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. Bis dahin, euer Detlef Römisch. Ciao. So, eines habe ich jetzt vergessen zu sagen. Also die Rosen, die habe ich draußen im Wasser bewurzeln lassen und natürlich immer darauf achten, dass frisches Wasser kommt. Also sie sollten nicht wochenlang im eigenen Wasser stehen, auf gut Deutsch gesagt, sondern das Wasser sollte dann gewechselt werden. Es sei denn, es regnet andauernd, dann braucht man das natürlich nicht. Aber ansonsten schon darauf achten, dass das Wasser ab und zu mal gewechselt wird. Denn ansonsten fangen die Dinger an zu faulen im Wasser, wenn sie in ihrem eigenen Saft stehen. So, das war kurz am Ende erwähnt. Lol. Bis denn. Ciao. Ach, Leute. Hi Dominik. Nee, ich bin gerade noch mitten im Film. Okay.